Nun wissen Sie, dass Sie mit Aktien für Ihren Ruhestand sparen sollen. Wie sollen Sie das machen? Glücklicherweise gibt es nur zwei Möglichkeiten, mit Aktien Geld anzulegen. Erstens, Sie handeln mit Aktien und zweitens, Sie kaufen und behalten Aktien. Wenn Sie mit Aktien handeln, dann kaufen Sie Aktien, wenn Sie glauben, dass der Preis steigen wird, und Sie verkaufen Aktien, wenn Sie glauben, dass der Preis fallen wird. Das Handeln mit Aktien ist aus drei Gründen ein Problem für Sie. Erstens, es kostet mehr. Jedes Mal, wenn Sie eine Aktie kaufen, bezahlen Sie Gebühren. Und jedes Mal, wenn Sie eine Aktie verkaufen, bezahlen Sie wieder Gebühren. Zweitens, es liefert Ihnen eine kleinere Rendite. Ökonomen haben nachgewiesen, dass sogar die professionellen Anleger weniger Geld verdienen, wenn sie mit Aktien handeln, als wenn sie diese kaufen und behalten. Und drittens, es braucht Zeit. Zeit, die Sie nicht haben. Wenn Sie Aktien kaufen und behalten, dann brauchen Sie einmal Zeit. Und dann 10, 20, 30 Jahre brauchen Sie keine Zeit mehr, bis Sie die Aktie wieder verkaufen. Merken Sie sich also, Sie sollten Aktien kaufen und behalten und nicht handeln aus drei Gründen. Erstens, es kostet weniger. Zweitens, es liefert eine bessere Rendite. Und drittens, es braucht nur ganz wenig Zeit.